Ja, Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Schrödis Grillecke. Ich hoffe heute wieder mit Ton, ne, dass ihr mich alle versteht. Und wir haben heute eine super schnelle, eine mega geile, einfache Nummer. Wir machen einen Toast Hawaii. In Ostdeutschland früher unter der ehemaligen DDR hieß es Karlsbader Schnitte. Ne? Das war so Toast Hawaii, war so was ganz Besonderes für uns. Ne? Die Südfrucht war auf einer Toastscheibe drauf. Ne? Das Herz ging auf. Also, es war Wahnsinn gewesen. Ne? Und das wollen wir mal ein bisschen wiederbeleben, so ein bisschen mehr im Barbecue-Style. Und heute ist das allererste Mal auf meinem Kanal. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal ein bisschen Mayo genommen. Nehmt einfach den Mayo, der euch am besten gefällt. Und da hauen wir erstmal ein bisschen Knoblauch rein. So. Und das machen wir als allererstes, damit er ein bisschen durchziehen kann. Ne? Ich habe hier so eine größere Knoblauchzehe und noch zwei kleinere. Ja, zack. Dann die beiden kleinen noch mit rein. Dann mischen wir das durch. Und fertig. So. Ja, ist fast mehr Knoblauch als Mayo, also von daher sollte es ein gutes Mischungsverhältnis sein. Ne? Macht einfach so, wie euch das am besten schmeckt. Ihr könnt natürlich auch Pfeffer dort reinmachen oder Salz, ist mir eigentlich auch egal, aber muss ja abends ordentlich riechen. Ne? Und jetzt kommt der Barbecue-Style bei der ganzen Nummer. Ich habe mir natürlich auch waschecht original Südfrüchte geholt. Ne? Ich habe in einer langen Schlange gestanden, perfekt ausgeschnitten, wie ihr seht. Ne? Also ich war extra in Südeuropa, habe ja Ananas gepflanzt. Geerntet. Geerntet. Nein, also klassische Dosenananas, wie ich finde, die gehören auf sowas. Ne? Schmecken auch nicht so schlecht. So, was machen wir? Wir umwickeln das Ganze mit ein bisschen Bacon. Und dann lassen wir den Bacon schön aus. Mal sehen, wie viel Bacon überhaupt durchpasst. Dazu habe ich auch den Grill schon mal hochgeheizt. Ich habe da meine Gusspfanne drin. Ja. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier mit der Nummer fertig bin. Das dauert, glaube ich, am längsten. So, Freunde, schaut mal her. Also, bei diesem ordentlichen Prime Bacon, den ich wie immer bei Stefan in Rostock gekauft habe, kriegt man hier fast 4 Scheiben drumherum. Ja, Freunde, schaut mal her. Ich habe mich jetzt entschieden, den Bacon doch ein bisschen kleiner zu schneiden. Und kleinere Stücken hier drumherum zu machen. Der Bacon ist nämlich so groß und so stark geschnitten, dass der und die Ananas sich nicht ganz so gut vertragen wollen. Aber das kriegen wir alles hin, das ist alles kein Problem. Bacon ist ja genug im Haus. Also das ist der erste? Das ist der erste, das sieht nicht ganz so hübsch aus. Versuch. Ja. Wobei, wie sagt man so schön, im Magen ist eh alles eins, ist dann egal, wie es aussieht. Ne? So. Wir wollen ja, dass es schön wird. Genau. So. So, Freunde, schaut mal her, wir haben jetzt hier 4 Ananasscheiben mit Bacon belegt. Ist vielleicht nicht ganz so geworden, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Ne? Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, den ganz, ganz dünnen Bacon sich zu schneiden, um es komplett zu bedecken, aber ist egal jetzt. Ne? So, rein damit in die Pfanne. Komm mal mit. So. Ich habe da auch noch ein bisschen Öl reingemacht. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Fett da mal abgibt hier der Bacon. Die Ananas. Flüssigkeit ab. Ja, Ananas wird Flüssigkeit abgeben. Riecht schon mal geil, muss ich sagen. Ja, und jetzt lassen wir das auf kleiner Stufe ausbacken. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der beim Wenden. Wir sehen uns beim Wenden. So, Freunde, das erste Wenden steht an. Lasst mal schauen. Auf jeden Fall, ich muss euch sagen, die Süße der Ananas und der salzige Bacon, es riecht mega. Muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe mich jetzt natürlich wieder mal für unsere Maurerkeller entschieden. Oh, wohl dem, der eine Maurerkeller hat, zum Grillen. So, ein bisschen vorsichtig sein. Ja, die legen wir uns schon noch mal zurecht, das ist kein Problem. Ja, ihr seht schon, nicht ganz so wie ich es vorgestellt habe, aber es riecht geil. Es riecht richtig geil. Und am Ende zählt ja der Geschmack. Ne? Wir sind ja nicht in einem Sternenlokal. Nee, nur für die Grillecke. Genau. Also wir machen das Toast wie folgt. Wir legen das einmal kurz drauf, lassen es ein bisschen knusprig werden von der einen Seite, drehen es um. Und wenn wir es umgedreht haben, dann kommt da auch schon Knobi und wie heißt es nochmal? Mayo drauf. Ne? Dann wird es belegt mit dem Schinken und dann lassen wir das schön mit dem Käse noch zerlaufen. Dann kriegen wir von unten noch ein bisschen Hitze dran und schon ist das Ding fertig. So, Freunde, die ersten beiden Toasts werden vorbereitet. Schaut mal her.
Ne? Ganz niedrige Flamme. Der Rost ist auch schon heiß. Bisschen ein paar Grillspuren geben. Dann geht es gleich weiter. So. Freunde, schaut mal her. Hier. Die ersten Grillspuren sind dran. Lass mal einen kleinen Ticken runterkühlen. Nur ein bisschen. Ich habe hier noch die anderen Toasts. Wie schauen die so aus? Oh, hier, herrlich. Geil. Legen wir die mal hier hin. Denn die sind jetzt von unten schön knusprig. Von unten sind sie jetzt noch weich. Jetzt kommt hier die Mayo drauf. Passt auf. Und jetzt hier schön mit Knobi. Ne? Oh, herrlich. Guckt euch das an hier. Ja, schaut mal her, kurz verstreichen, die Nummer. Oh, hier ist ordentlich, hier ist ordentlich Knobi drin hier in dem Jahr. Eieieiei. Hase, Junge, da willst du mich heute am Küssen tun. Junge, Junge. So, jetzt natürlich erstmal überhaupt ganz wichtiger Part, Schinken. So, macht so viel Schinken drauf, wie ihr wollt. Ne? Wir haben ja gegrillten Kochschinken. Nehmt den Schinken, der euch am besten schmeckt. Ich kenne es mit einfachen Kochschinken. Und weg da. So, natürlich fehlt jetzt noch Schinken. Dann holen wir mal Schinken. Auf geht's mit unserem Ananas und Bacon. Komm raus hier. Herrlich, herrlich, das sage ich euch. Cool, ne? So. Zack. Wenn ihr wissen wollt, warum das so schwarz geworden ist, ne? Die Ananas karamellisiert natürlich ein Stück weit, verliert dann ihr Leben. So, und deswegen sieht der Bacon dann teilweise aus, wie er aussieht. Aber macht nichts, wir legen ihn einfach so mit drauf. Ne? So. Und jetzt kommt der Barbecue-Style, was wir zu der Zeit nicht hatten, Cheddar Cheese. So, das müssen wir natürlich mal so beurteilen. Eine Scheibe, naja, eine Scheibe ist schlecht, ne? So. Oh. Oh. Coole Sache. Zack. Und zack. So. Das wird eine tolle Nummer, so zum Abendessen. Feierabend. Zum Feierabend. Müssen wir eine größere Runde mit dem Hund laufen. Ja. So, und jetzt das Ganze nochmal ab in den indirekten Bereich. So, schaut mal her, ich habe hier so ein bisschen Folie drunter gelegt, damit wir uns den Grill nicht so einsauen. Ja, herrlich. So, hier. Zack. Ein bisschen Folie dazu. Überbacken lassen die ganze Nummer. Und dann sehen wir uns gleich zum Essen. Geht gleich los. So, Freunde, nicht mal 2 Minuten später. Kommt mal her. Oh, ich weiß gar nicht, welchen ich jetzt allererstes nehmen soll. Den hier. Oh, guckt euch den mal an. Sieht er nicht stark aus? Geil, ne? Mega. Coole Geschichte. So, Freunde, endlich geht's ans Verkosten. Aber eine Sache habe ich vergessen: Spezialgewürz. Auf eine richtige Karlsbader Schnitte im Osten gehört dann noch mal ein bisschen Paprika. Guck mal hier: exotischer Touch, ne? Ein Ananas, Paprika. Was gibt's da Geileres, ne? So, jetzt geht's natürlich ans Verkosten. Ach, ich freue mich schon. Die Ananas und auch natürlich das Basilikum an der Seite verleiht dem Ganzen einen sehr, sehr gesunden Touch. Geil. Geil. Fettig. Nach Knoblauch. Mir fehlt noch Ananas, warte mal. Ah, noch die Ananas. Ich brauche noch das Exotische. Also,
Wir haben Knoblauchgeschmack. Wir haben Salzgeschmack durch den Bacon. Wir haben fettigen Geschmack durch den Käse. Das Süße durch die Ananas. Der Schinken ist ein bisschen neutral, ist aber halt kochschinkenbedingt. Ne? Aber geil. Absolut geil. Ach, herrlich. Ja, Freunde der Sonne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mega cool. Ne? Mal ein bisschen anders, das Toast dabei, die Karlsbader Schnitte. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine einfache Nummer, eine preiswerte Nummer. Könnt ihr zu jeder Grillparty machen. Ich glaube, es kommt überall an, egal wo ihr seid. Und ich habe mir nur eins zu sagen. Ich freue mich über ein Abo von euch, über ein Like von euch. Und vielleicht empfehle mich so ein bisschen in eurem Bekanntenkreis ein bisschen weiter. Ne? Wir wollen noch ein bisschen wachsen. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder bei Schrödis Grill-Eck. Und dann gibt es was für die Herzkranzgefäße. Das kann ich euch schon mal versprechen.